Was? Natürlich an der Stelle. Digga, bestes, Alter. Yo, Mois, willkommen zurück zum neuen Video. Und zwar dachte ich mir, da ich bei ein paar anderen YouTubern gesehen habe, was die für Winterjacken vorstellen, beziehungsweise dass sie Winterjacken vorgestellt haben, dass ich dasselbe Spiel hier auch mal mache, weil auch viele Leute auf Snapchat und Insta meinten, yo, was rockst du für Jacken beziehungsweise Winterjacken jetzt in kommender Zeit. Und ja, ich habe mir jetzt 5 Jacken rausgesucht. Die eine ist im Endeffekt dieselbe, werdet ihr aber dann sehen, wieso ich die mit reinnehme. Und sind dann im Endeffekt 4 Jacken, die ich euch vorstelle, was ich im Winter auf jeden Fall immer mal wieder anziehen werde, und wird direkt eigentlich mit der ersten Jacke sofort anfangen. So, die erste Jacke, die ich euch vorstellen möchte, wäre diese Jacke von Joe Wilkinson. Ich habe die erst zugeschickt bekommen, weil ich mehr oder weniger gut mit Joe bin. Ich habe auch damals ein paar Schuhe von ihm gekauft und schreibe immer mal wieder mit ihm. Und er droppt jetzt auch bald seine neue Kollektion und ja, seid auf jeden Fall da Hype drauf. Ich glaube, die wird richtig krass. Und ja, zu der Jacke ist halt eine Bomberjacke. Ich halte nicht viel von diesen Alpha Industries oder was das sind. Deswegen, ich finde halt, das ist was mega Spezielles. Weil ich das eigentlich von nichts anderem so kenne, hat halt hier dieses ganz normale orangene Innenfutter, was man halt so von Bomberjacken kennt, aber ist halt mega dick. Die Jacke, die ich jetzt hier habe, die ist sold out, die gibt es aber noch in anderen Farben. Ob die jetzt sold out sind, weiß ich nicht. Müsst ihr einfach mal auf Joe seiner Seite vorbeischauen, wenn ihr Bock auf die habt. Ich glaube, die sind sogar im Sale. Und ja, habe ich jetzt, glaube ich, in einer Size S. Also bin da eigentlich relativ klein gegangen in der Jacke. Also, was heißt relativ klein? Das war kein Deutsch. Ich habe die halt sozusagen 1 bis 2 Größen kleiner genommen. Vor allem die Jacke fällt extrem groß aus, meiner Meinung nach. Chris hat auch dieselbe in der S. Und ja, ist eigentlich von der Qualität mega gut. Der Preis auf jeden Fall etwas mehr jetzt für eine Bomberjacke. Aber ja, wie gesagt, ich finde das Muster mega sick und die Qualität ist auch richtig gut und kann die eigentlich nur jedem ans Herz legen, der sich noch eine Bomberjacke sucht, wenn er keinen Bock auf einen Parka oder so hat im Winter. Und das wäre es eigentlich schon soweit zur ersten Jacke gewesen. Preislich liegt die jetzt, glaube ich, weiß es nicht, 250 Pounds, und die hat damals, ja, ich weiß nicht, um die 300 plus minus. Ich, wie gesagt, ich weiß den genauen Preis nicht und weiß auch nicht, wie viele Jacken es von denen noch gibt, beziehungsweise in welchen Colorways die noch nicht sold out sind. Also falls ihr Bock auf die eine habt, dann müsst ihr schnell sein, weil ich denke, sobald die neue Kollektion droppt, wird entweder die rausgenommen oder die werden dann sofort sold out sein. Und ja, das wäre es zur ersten gewesen. So, zur zweiten Jacke. Schaut jetzt hier wahrscheinlich aus wie ein Müllsack. Ich habe gestern mit der ein Bild auf Insta gepostet. Der ein oder andere kennt sie auch aus meinen Snap-Stories. Blende ich euch auch hier mal irgendwo mein Snapchat ein. Haben mich immer mega viele gefragt, woher die ist. Die wäre von Zara. Gestern haben übelst viele rumgestruggelt und meinten, yo, das ist safe eine von H&M aus der Frauenkollektion. Aber ich fand, da hatten die normalige, deswegen habe ich da nicht mehr nachgeguckt. Weil meine Freundin eben zurzeit auch eine sucht. Und ich habe die jetzt in der Size M. Die gibt es in S, M oder L. Ich dachte mir am Anfang, ich nehme mir lieber eine L. Als ich die bestellen wollte, dann gab es L nicht mehr. Deswegen habe ich eine M genommen und ich bin sehr froh. Ich wäre vielleicht sogar jetzt im Nachhinein, hätte ich mir wahrscheinlich eine S nehmen sollen, weil das Ding extrem oversized ist. Vor allem hier, wenn du hier unten deinen Arm so hoch tust, dann hängt das ungefähr bis vor zu deinem Handgelenk. Also die ist echt, was hier angeht, wenn man sieht im Video, hier halt nach außen mega weit geschnitten und kann man nicht unbedingt tragen mit einer Skinny Jeans. Deswegen habe ich die gerockt da mit dieser Baggy Pants da auf dem letzten Insta-Bild und da fand ich es eigentlich mega lit. Aber ja, für die Jacke, ich glaube, jemand hat die schon mal vorgestellt oder so, kostet 80 Euro, ist für die Qualität echt super. Ja, ist halt von Zara. Ich meine, Zara macht eh immer mal wieder richtig gute Pieces. Auch die Lederjacken für 180 Euro finde ich echt in Ordnung. Und ja, falls jemand eine billige Winterjacke sucht, beziehungsweise eine, die nicht so viel kostet, seid auf jeden Fall mit der gut bedient. Und ja, wie gesagt, geht auf jeden Fall mindestens eine Size runter, wenn nicht zwei. Und ja, wie gesagt, eigentlich eine super Jacke für das Geld. So, dann zur dritten Jacke. Es geht mir jetzt nicht speziell um die Jacke hier, sondern allgemein halt solche Lederjacken mit Shirling innen drin. Die hat sich Chris vor knapp einem Jahr jetzt eben im Apropos oder Apropos Store in München gekauft und die war da 50% im Sale, also richtig krass. Die hat damals Retail 1200 gekostet und er hat sie für 600 gekauft. Also von der Qualität echt einer der besten Jacken. Ich war ewig lang am Überlegen, mir diese Shirling-Jacke von der Season 4 zu holen, diese mintfarbene. Aber ja,
entweder wenn es im Saver gibt es dann nicht mehr oder sie kostet halt direkt mal 1700 Euro oder so bei Farfetch in Size S. Deswegen habe ich es dann doch gelassen und ja, wie gesagt, das Leder ist mega krass bei der, das Shirling auch. Chris meinte, er weiß nicht, ob er die behält, er hätte eigentlich Bock auf eine neue. Vielleicht kaufe ich sie ihm ab, vielleicht auch nicht, ich weiß noch nicht, aber ich finde eigentlich so den Typ von Jacken für den Winter eigentlich mega, so, weil die er halt innen komplett gefüttert ist, so durch dieses Shirling eben und hält halt mega warm, deswegen, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Zara ausschaut mit diesen Shirling-Jacken, habe ich selber jetzt keine Erfahrung, aber die von Salvatore Santoro, diese Jacken sind echt von der Qualität mega. Sind halt auch etwas teurer, wie gesagt, wenn ihr die irgendwie im Sale schießen könnt, dann geht's auf jeden Fall fit. Und ja, das wäre es eigentlich dann schon zu der Jacke gewesen, beziehungsweise zu dem Typ von Jacken. So, dann zu meinen letzten zwei Jacken ist im Endeffekt dieselbe. Diese ist hier 2 Jahre alt, glaube ich, und die hat Chris sich im letzten Winter gekauft. Zu der Jacke, die ist eben von Wheel of Yours, ich glaube, hier kann man es lesen. Die, als ich die damals gekauft habe, gab es die eben nicht in diesem Schwarz und nur in Oliv. Und ich habe halt damals die Jacke unbedingt haben wollen, habe sie mir dann doch bestellt und im Nachhinein halt dann umgefärbt, wie ihr sehen könnt. Da sind halt die ganzen Nähte noch olivgrün, finde ich eigentlich mega sick, so als Details. Hat halt hier dieses Waschbärfell und ihr bräucht mich jetzt nicht haten, ja, du bist Reutyp, du trägst echt Fell. Ich finde, wenn man Fell trägt, dann nur echt Fell, weil Kunstfell meistens räudig ausschaut. Und jeder, der da rummuckt, kann mir gerne sagen, dass er Veganer ist, sonst verstehe ich solche Leute nicht. Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, das ist ja eben die von der älteren Season und das ist eben hier die von der neuen. Ihr seht ja, das Fell ist ein bisschen anders, also das ist halt so komplett hell, wurde wahrscheinlich nicht ganz eingefärbt, wenn überhaupt. Und bei seiner Jacke ist es eben so, dass die sozusagen 2 Jacken hat. Man kann hier innen eben hier, wie ihr seht, durch den Reißverschluss das in der Mitte hier auftrennen und kann sozusagen die Innenjacke rausnehmen. Dann hat man halt sozusagen eine dünnere Jacke, falls es halt nicht so kalt ist, genau, oder nicht so warm, je nachdem. Und ja, kostet, glaube ich, Retail 400 Euro, die haben einige Jacken. Ja, ich bin jetzt nicht so ganz zufrieden mit meiner, Chris sagt, er ist schon mehr zufrieden mit seiner, aber wie gesagt, muss jeder selbst wissen, ob er 400 Euro für eine Winterjacke investiert. Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, sich für ein bisschen mehr Geld eigentlich eine relativ gute Jacke zu holen. Aber wie gesagt, muss jeder für sich selber entscheiden, ob es ihm 400 Euro wert ist und von der Qualität her. Wie gesagt, falls ihr die dann irgendwie holen wollt und zurückschicken wollt, wir kommen aus Österreich, also Versand geht, glaube ich, auf euren Nacken. Sind dann irgendwie 16, 18, 20 Euro, irgendwie sowas. Und ja, das wäre es eigentlich schon zu den Jacken gewesen. Ich hoffe, ihr konntet da so ein bisschen was mitnehmen und habt vielleicht so eine Inspiration gefunden, welche Jacken ich rock, beziehungsweise vielleicht wollt ihr euch ja dieselbe Jacke holen, weil mich auch wegen der Zara-Jacke viele angeschrieben haben. Und dann würde ich eigentlich sagen, falls es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, servus.